Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 321 von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal geschaut, ganz viele Dinge gemacht. Wir wollten eigentlich nur einen Zug optimieren und haben dann aber auch noch Signale gemacht, haben nach Schifffahrtslinien geguckt und sowas, die auch nicht so tolle laufen. Und da müssen wir diese Folge halt schauen, dass wir das mit dem Zug hinkriegen, ob wir mehrere Züge fahren lassen oder einzelne. Das müssen wir mal dann schauen. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz so sicher, aber das machen wir gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir da mal rein. Also hier ist ja Riedenburg, da fährt der Zug los. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, noch reingeguckt, wie viel hier losfahren können. Und Radexen fahren jetzt 147. Wir hatten letztes Mal noch 66, glaube ich. Das liegt ja daran, dass da immer noch ein paar zukommen, weil da wieder Busse kommen. Und der ist aber auch noch nicht ganz da, ne? Wo ist er denn hier, unser Flirt? Da steht er. Und der ist voll, ne? 15 Passagiere Riedenburg-Rathaus, der Rest fährt weiter. Okay. Und das hatte Tante Mimi mir gesagt. Da müssen wir mal gerade hier sofort reingucken. Und genauso ist es, wie die Tante Mimi auch sagt. Hier gibt es nur Güter. Das heißt, hier müssen wir mal ganz schnell schauen, dass wir da auch Personen überhaupt abfertigen können. Ne? Da haben wir gar nichts gemacht. Der fährt da immer schön rein und kann leider nichts mitnehmen. Ne? So, dann machen wir das mal hier so. Und Post haben wir ja auch noch. Okay, das ist nicht zum Updaten. Alles klar. Bahnsteig für S-Bahn. Hochbahnbahnhof. Ne, den brauchen wir nicht. Hier gibt es noch Post. Stellwerk Nürnberg. Oder Nürnberg? Ne, Nürnberg. Alter Bahnhof Sonneberg. Bahnhof Dürrenberg und Wasserturm Bahnbetriebswerk Heidelberg. Und die geben alle Post dazu. Tja, dann machen wir das doch mal hier hin, oder? Erweitert den Bahnhof da, oder? Mal schauen, wie es aussieht. Ja, sieht doch schick aus, oder? Gut, sechs Passagiere warten. Jetzt haben wir das auch geklärt. Hier sehen wir, ist Personen jetzt auch und Dingens sagt schon, Person und Post kommt dazu. Ja, das haben wir geschafft. Hier sind natürlich auch solche Sachen, ne? Die sind natürlich mit dem Bus nur zu erreichen, sozusagen. Dann ja, müssen wir da mal schauen, was wir da handhaben. Oder wie wir das handhaben. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch überlegen, was wir mit dem Flirt machen. Der fährt hier bestimmt immer noch voll durch die Gegend, ne? Ja, genau so ist es. Und wie viel sind jetzt hier unten? Der kommt ja gleich an. Hadexen da. 232. 233 wächst auch die Zahl. Was war das? 240 konnte der? Oder wie viel waren das? Ne, 362. Das sind noch ein paar mehr. Ja, okay, dann sind die weg. Und er fährt dann wieder los und ist nicht voll. Aber insgesamt gesehen, der war ja so, dass er Plus macht, ne? Ja, 189.000. Also bei dem ist eigentlich nicht das Problem, ne? Könnte noch ein paar mehr transportieren. Und das Wichtige ist, dass er auf der anderen Seite nicht so, ne? Da ist das Problem, was wir haben. Hier fahren jetzt wie viel nach Riedenburg? Keiner. Alle fahren nach Hadexen. Das ist ja nicht schlimm, da kann er ja auch noch laden. Und hier ist es dann aber Riedenburg 7. Drei in Döbeln, die fahren dann da wohl wahrscheinlich auch lang, oder? Oder fahren die woanders lang, weiß ich jetzt nicht. Ja, hier ist nochmal über Riedenburg 203, okay. Ja, können wir erstmal so lassen, ne? Oder? Obwohl, da kommt schon der nächste reingefahren. Dann können wir da gleich gucken. Jetzt sind es nämlich mehr, ne? Oder? Über Altenau, über Riedenburg 293, da ist er schon wieder fast voll dann, ne? Die noch dazu, die 37. Es ist über 330. Ja, und. Ja, könnte knapp gehen, ne? Also das ist, vielleicht ist der Zug sogar ideal dafür, weil er gerade mal so hin und her fährt, ne? Aber er kommt ja auch immer wieder dann. Wie sieht es mit dem hier aus?
53 von 444, das ist natürlich viel zu groß, ne? Ich glaube, den lege ich still. Das macht so keinen Sinn. Ich setze einen anderen Zug drauf. Die 220 km/h, der ist zu teuer dafür. Was kostet der Flirt? Kann man den hier gerade abgreifen? Ne? Obwohl 1390, das ist auch nicht viel weniger, ne? Aber der hat auch eine größere Kapazität. Ne, hat er nicht. Da muss man mal schauen, oder? Was wir da machen. Bin jetzt ein bisschen am Überlegen, ne? Komm, gucken wir hier nochmal rein. Kaufpreis, Kapazität, ne, ich hätte gerne das Betriebskosten. 3,26, jetzt habe ich natürlich drauf geklickt, ne? 2,90. Jetzt haben wir ihn schon drin gehabt, ne? Jetzt kannst du ihn auch nehmen, ey. Der hat jetzt, ah, das ist nicht der Flirt. Der hat jetzt, warte mal, wo ist hier die Kapazität? 114. Fährt nur 120. Puh, was machst du da, ne? Das war hier unser Regionalexpress. Füllt dann nur benötigte. Post nimm mal gerade raus, nur Passagiere. Fährt auch nur 120. Maximalgeschwindigkeit. Der fährt 100 und der fährt 220. Gut. Der IC hier fährt 200. Der fährt 140 und er hier fährt 140. Dieser hier fährt 160. Okay. Müssen wir gerade hier auf Voranstellen stellen. Welches ist denn hier das Zugsegment? Das Startsegment. Bayerische Oberlandbahn, okay. Bombardier. Ich will jetzt tatsächlich auf die Kosteneinheit gehen oder sowas. Hier können 72 Passagiere fahren. Verkaufen? Ne, Anhängen ist richtig, oder? Anhängen ist richtig, okay. Aber die sind alle rot mit Anhängen hier. Ach so, deswegen, weil ich da oben einen stehen habe. Alles klar. So, jetzt Anhängen. Wenn ich den jetzt nehme, ne, dann habe ich so einen kompletten Zug, okay. Der wie viel transportieren kann? 364. Der fährt für einen Zehner. Okay, der ist eine ganze Ecke billiger. Dann sollten wir den doch tatsächlich mal nehmen und den switchen auf der Strecke. PZ. Hartwigsen Industrien. Und starten den da mal. Und den teuren, den ziehen wir da wieder raus. Wo ist der gerade? Hier nicht. Da fährt er, oder? Den machen wir auf nicht laden. Und den mustern wir aus. Der ist mit 19 zu teuer. Der andere ist viel billiger. Wo ist er? Da kommt er. Hundertsechzig, was den Flirt, wie schnell ist denn der Flirt? Der ist doch bestimmt auch nicht so schnell, oder? Da oben fährt er, den kriege ich jetzt hier, hoffe ich. 160, ne, der fährt genauso schnell, dann können wir den da auch lassen. Okay. Der fährt gut.
Verkauft das mal alles. Ja, unsere Geldsumme ist hier 117. Das ist schon von 123 Miese ganz schön gut hochgegangen. Also verbessern wir uns da. Der Flirt läuft jetzt da lang. Wo ist denn der Kleine jetzt? Ah, hier fährt er. Der ist super kurz, ne? 364 Plätze. Die sind bestimmt übereinander, oder? Naja, dann ist das halt so. Und er hier fährt noch 123 durch die Gegend, die jetzt aber, glaube ich, alle aussteigen hier in Südostwald, ne? Dann können wir den auflösen. Und weg ist er, super. So, jetzt ist dann die Überlegung wert, was machst du mit dem anderen? Oder anderen? Das ist ja auch noch so eine Geschichte dann. Er fährt hier lang. Ja, passt. Fährt 15.000 Miese ein. Sind 114 drinne. Kostet 3,26. Der ist eigentlich günstig, ne? Fährt trotzdem so viele Miese ein. Ja, jetzt ist die Frage, ob man dann sagt, wir fahren besser hier noch weiter, ne? Und binden noch Altenau an. Oder ne, Adenau heißt der Ort, ne? Adenau war das hier, ja. Binden den noch an, das wäre ja auch möglich, ne? Schwierig. Dann hast du diesen Zug auf jeden Fall voll, ne? Und kannst dann noch ausbauen wahrscheinlich. Er fährt hier lustig miese rein, ne? Würde ich sagen. Jetzt ist er da. Hat eine Runde, glaube ich, hinter sich vielleicht, ne? Und jetzt hier 2, 3. Ist voll mit 164 Sitzen. Ach, der hat gar nicht so viel Plätze. Ne, doch, 364. Passt gerade. Mit den 164, dass es wie 364 ist, alles klar. Ja, das würde bedeuten. Was machst du daraus? Sagst du dem ganz einfach Stopp, halt, wir machen das jetzt anders, wir warten, bis wir voll sind? Nee, das bringt's nicht, oder? Hier stehen jetzt 206. Tja. Schwer zu beurteilen, was wir da machen, ne? Hier fährt auch nur so ein Mickriger oder was? Ach so, das ist sowieso der Mickrige nur, ne? Der fährt hier oben jetzt. Ist das der? Ja. Jetzt 32 geladen, ne? Das ist. Ja, er ist günstig. Der andere steht hier, ne? Ja, das war schon die Lok, ja. 113, 114. Jo, könnte sogar reichen für einen kleinen Zug und nicht den großen hier nehmen, ne? Stolzenfels hat das Dingens, da war einer zu viel. Genau, das passt. Der ist dann wieder zurück. Das sind eigentlich Züge, die kannst du nur groß bauen, ne? Machen wir den nicht laden und ich werde den komplett auf der Strecke schicken, aber größer. Ich glaube, das werden wir jetzt machen, oder? Den bauen wir noch aus, den Doppelstockwagen. Ich glaube, wir bauen da schon mal die Linie für fertig und machen das so. Den, neue Linie und fangen hier an irgendwo. Fangen wir da hinten an. Wir starten hier. Warte mal, hier ist aber ein Bahnsteig, ne? Ja, hier konnten ja Leute rein und aus. Dann fahren wir hier hin. Dann fahren wir weiter nach hier. Dann geht die Reise nicht dahin, weil das ist ja alles angeschlossen. Dann fahren wir dahin.
Dann fahren wir dahin. Dann fahren wir dahin. Dann fahren wir dahin. Dann fahren wir dorthin. Hierhin. Dann fahren wir hierhin. Und hier geht es dann weiter. Rüber nach da hinten. Und hier müssen wir aber definitiv noch was machen. Und dann machen wir eine Rückfahrkarte. Dann haben wir die Linie. Das ist fertig. Das ist. Ja, was ist das? Personenzug. Riedenburg. Das Mikro ist im Weg. Ich sehe nichts. Deswegen sieht das so komisch aus, wenn ich da gucke. Riedenburg. Warte, jetzt habe ich aus Versehen Enter gedrückt. Da müssen wir da wieder rein. Erlösen. Und Adenau über Industrien. Machen wir da noch ein Strichlein zwischen, oder? Schuss. Jetzt ist die Linie erledigt. So, jetzt ist der zum Depot. Wo ist der? Natürlich an der falschen Stelle, aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Sieht schon gut aus. 1200 sieht auch nicht schlecht aus. Der wird dann eingestellt, schätze ich mal. Das ist ja der Kleine, der nichts bringt. Die paar Männchen können dann in dem mitfahren, wenn er ganz rüber fährt. Und die brauchen da nicht umsteigen, ne? Ja. Das ist meine Idee dafür. Und er ist ja jetzt die Industrienmitte, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, weil das ist ja dann auch wieder, dass der Bahnsteig voll wird, ne? Ja, okay, das tut sich jetzt schwer. Aber ich würde auch sagen, das mit diesem Zug machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.